Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde, herzlich willkommen zu Unterwegs in Tessa 34, unterwegs mit Pokémon Go. Ja, der Hype hat auch zu mir rüber geschwappt und ich finde es absolut toll, dass man mit Pokémon Go einfach einen kleinen Spaziergang machen kann. Folgt mir doch einfach mal auf meiner Tour. Ich erkläre euch gleich auch das Prinzip. Ihr könnt euch die App kostenlos auf euer Smartphone laden. Die App ist noch in der Anfangsphase, also ist sie manchmal ziemlich verbuggt und stürzt ab und der Server ist manchmal down oder offline. Ihr könnt damit gut eure eigene Stadt erkunden. Bei Pokémon Go geht es darum, Pokémon zu fangen. Ihr könnt aber auch warten und eure Eier, die ihr beim Pokéstop bekommt, ausbrüten. Das geht in verschiedenen Kilometerzahlen, so viel wie ihr dann lauft. Mit Pokémon Go findet ihr sogenannte Pokéstops. Die sind in jeder Sehenswürdigkeit vorhanden und sogar auf kleinen Häuserbemalungen. Was ich ziemlich cool finde, denn bei meinem zukünftigen nächsten Unterwegs in Dessau sage ich euch immer an, ob bei der Sehenswürdigkeit, die ich euch gerade vorstelle, ein Pokéstop ist. Bei den Pokéstops, die ich gerade schon angesprochen habe, gibt es dann Eier, Pokebälle und verschiedene Items. Falls es euch interessiert, ich war dieses Mal im Georgengarten unterwegs. Da sind jetzt nicht ganz so viele Pokémon und Pokestops, aber mir war auch der Spaziergang wichtig. Es gibt an einem Pokestop die Möglichkeit, ein Lokmodul freizusetzen. Das bedeutet, dass ein Lokduft freigesetzt wird, der Pokémon anlockt, die in der Nähe sind. Davon können dann auch andere profitieren. Ihr könnt auch mit euren Freunden zusammen oder auch alleine in einer Arena kämpfen, um euch ein bisschen aufzuleveln. Der Kampf gestaltet sich so, es gibt verschiedene Teams. Ab Level 5 könnt ihr in ein Team beitreten. Es gibt Team Gelb, Team Blau und Team Rot. Wenn ihr dann auf eine Arena trefft, könnt ihr in den Arenen gegen ein anderes Team kämpfen und somit die Arena einnehmen. Es gibt auch verschiedene Veranstaltungen, in denen ihr Freunde oder neue Bekannte treffen könnt, um mit ihnen zusammen Pokémon zu sammeln. Gut, das war ein kleines Unterwegs in Dessau. Unterwegs mit Pokémon für euch. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und viel Spaß noch mit Pokémon Go. Damit kann ich nur sagen, geht diesen Sommer noch ganz viel raus und levelt euch auf. Viel Spaß. Tschüssi.